des Herrn Frieden und Segen, ganz besonders sein Beistand und sein Geist möge in unserer Mitte walten, damit wir auch sein Wort verstehen und aufnehmen können. Amen. Wie wir auch letzten Sabbat in unserer Predigt haben wir gehört, macht euch bereit. Wir haben gehört, dass der Heiland als hoher Priester im himmlischen Heiligtum dient und dass er was prüft? Einen jeden Einzelnen von uns. Wie er steht gegenwärtig, während unser großer hoher Priester die Versöhnung für uns macht, sollten wir uns in Christo zu vervollkommen suchen. Was heißt das? Vervollkommnung suchen in Christus. Vervollkommnung in Christus heißt seinen Charakter annehmen. Aber wie wir schon wunderbar gehört haben, in unserem Einleitungsvers, der Heiland, er lässt uns nicht alleine bei dieser Werk. Denn er sprach, ich will meinen Geist euch geben. Ist es nicht wunderbar? Der Heiland, er sendet seinen Geist, der uns führt und leitet, der uns aber auch was zeigt. Wir haben ja das letzte Mal gehört, die verborgenen Fehler, die verborgenen Sünden, ja. Aber zu was dient das auch, wie hier steht? Gottes Vorsehung ist die Schule, in welcher wir die Sanftmut, die Demut Jesu lernen müssen. Der Herr setzt uns stets nicht etwa den Weg, den wir wählen möchten. Welchen Weg würde der Mensch wählen? Den leichten Weg. Führt der leichte Weg zu einer Änderung des Charakters? Nein. Sondern das wahre Lebensziel vor Augen. Und dieser Weg, wie kann er oftmals sein? Schmerzlich auch. Warum ist er schmerzlich, dieser Weg? Denn was haben wir in unserem Herzen? Was waltet da ganz besonders in unserem Herzen? Ja, dieses eigene Ich. Wie hier steht, ich sah auch, dass viele nicht erkennen, was sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal ohne einen hohen Priester im Heiligtum vor Gottes Angesicht zu leben. Diejenigen, die das Siegel des lebendigen Gottes empfangen und in der Zeit der Trübsal gesichert sind, sie müssen das Bild Jesus vollkommen wieder strahlen. Ich sah, dass keiner an der Erquickung teilhaben kann, der nicht den Sieg über jegliche Sünde, über Stolz, über Selbstsucht, über Liebe zur Welt und über jedes unrechte Wort und jede unrechte Tat erlangt hat. Wir sollten deshalb immer näher zu dem Herrn kommen und ernstlich suchen, diese nötige Vorbereitung zu erlangen, die uns befähigt, im Kampf am Tage des Herrn zu bestehen. Lasst uns daran denken, dass Gott heilig ist
und dass nur heilige Wesen ewig in seiner Gegenwart wohnen können. Sind das nicht ernste Worte, die wir da gehört haben? Also welche Wesen? Die Wesen sind wir. Wie müssen wir umgestaltet sein, damit wir auch in dieser Gegenwart Gottes, wo wir ja alle leben möchten, denn das ist ja unser Ziel, wo wir hingelangen möchten. Aber können wir da mit unserem Charakter, den wir jetzt noch haben, leben? Was denkt ihr? Wenn wir heute in diese himmlischen Höhen aufgenommen werden, würden wir uns da wohlfühlen? Würden wir da glücklich sein? Ich denke, der Heiland, er muss uns da noch viel helfen. Er muss uns noch viel zeigen. Diese verborgenen Sünden, die in unserem Herzen sind. Denn was macht der Mensch mit seinen Sünden? Wie geht er davor, wenn er eine Sünde bemerkt? Was denkt ihr? Wie geht mir davor? Ist das etwas Leichtes, wenn du bemerkst, oh, jetzt habe ich ein falsches Wort gesprochen? Ich werde es ausreißen, ich werde es abschneiden, diese Wurzel. Geht das einfach? Nicht immer. Das Abschneiden, geht das einfach? Ich denke, das Abschneiden, es ist wohl nicht so leicht, aber es würde schon funktionieren noch, oder? So wie wenn du in den Garten hinausgehst und du siehst da einen Unkraut oder einen Baum, einen Wildling wachsen. Was nimmst du da? Du nimmst eine Schere und zwickst diesen Strauch oder Baum oder diesen Ast ab und denkst dir so, jetzt ist das erledigt. Ist das so? Nein. Weißt du, Roswitha sagt nein. Welche Erfahrung hast du? Er treibt kühl aus. Ja, du wirst vielleicht ein Jahr eine Ruhe haben, oder? Und dann schaust du, oh, der ist ja schon wieder hier. Ja, vielleicht doch größer wie vorher. Also was musst du tun? Die Wurzel. Ist das einfach? Nein. Wer einen Garten hat, der weiß, was muss er da nehmen? Eine Schaufel vielleicht. Denn das Anziehen alleine, es funktioniert nicht. Also man muss eine Schaufel nehmen, man muss hineinstechen. Und jetzt fühlst du, das ist dein Herz, der Boden. Wie ist das, wenn du in dein Herz hineinstichst mit einem Messer? Und da zum Wühlen anfängst, wo ist die Wurzel? Wie ist das? Schmerzhaft. Es gehört eine Überwindung dazu. Und meistens ist das gar nicht möglich von uns selbst. Was benötigen wir da noch? Bitte? Die Kraft von oben. Ja, wie wir hier gelesen am Anfang, ich will euch geben meinen Geist. Wie steht, immer wieder bringt das eigene Ich neue Sünden hervor. Da ist die, auch wenn wir nicht wollen, wir sündigen doch.
das Wir zu bleiben, solange das Ich nicht aus dem Herzen entfernt ist. Durch völlige Unterwerfung unter den Willen Gottes. Das Werk der Heiligtum beginnt im Herzen. Und wir müssen in eine solch enge Verbindung mit Gott treten, dass Jesus uns seinen göttlichen Stempel aufprägen kann. Wir müssen vom eigenen Ich befreit werden, um Platz für Jesus zu machen. Aber viele haben ihre Herzen so voller Götzen, dass sie keinen Platz haben für den Welterlöser. Die Welt hält das Herzen der Menschen gefangen. Sie konzentrieren ihre Gedanken und Zuneigung auf ihre Geschäfte, ihre Stellung, ihre Familien. Sie halten fest an ihren Ideen und ihren eigenen Wegen und pflegen sie als Götzen in ihrer Seele. Ist das nicht ein hartes Wort, das da an uns gerichtet ist? Wie pflegen wir diese Dinge alle? Wie Götzen? Wir müssen vom eigenen Ich befreit werden. Aber das ist nicht alles, was gefordert wird. Denn wenn wir die Götze entfernt haben, was ist? Dann muss dieser Platz wieder aufgefüllt werden. Was müssen wir aufnehmen in unsere Herzen? Die Gerechtigkeit Christi. Ergreift sie im Glauben, wenn du die Tür des Herzens öffnest, wird Jesus den leeren Raum durch die Gabe seines Geistes auffüllen. Und dann kannst du ein lebendiger Prediger sein. In deinem Haus, in der Gemeinde, in der Welt. Keine äußere Form kann die Stelle einfältigen Glaubens und vollständiger Selbstübergabe einnehmen. Aber kein Mensch kann sich selbst das eigene Ich entnehmen. Er kann nur einwilligen, dass Christus das für ihn tut. Dann wird die Sprache der Seele sein: Herr, nimm mein Herz, denn ich kann es nicht geben. Es ist dein Eigentum, halte es rein, denn ich kann nicht reinhalten für dich. Rette mich trotz meines eigenen, schwachen, Christus so unähnlichen Ichs. Binde mich, forme mich, erhebe mich in eine reine und heilige Atmosphäre, wo der volle Strom deiner Liebe durch meine Seele fließen kann. Ist das nicht etwas Wunderbares, wenn wir unsere Herzen dem Herrn übergeben? Wem überlassen wir es dann, diese Bildung? Bilde mich, forme mich, erhebe mich in eine reine und heilige Atmosphäre.
Wem müssen wir es überlassen? Dem Heiligen Geist, der in unseren Herzen wirkt. Liebe Geschwister, aber wenn wir immer wiederum denken, wir können irgendetwas von uns aus machen, werden wir dann Erfolg haben? Nein. Wir können nur Erfolg haben, wenn wir uns ganz dem Herrn übergeben. Wie hier steht, es ist nicht genug, dass diese Übergabe des eigenen Ichs nur am Anfang des christlichen Lebens gemacht wird. Sie muss bei einem jeden weitergehen. Alle unsere guten Werke entspringen einer Kraft, die nicht in uns ist. Deshalb muss das Herz beständig nach Gott verlangen und ein ernstes, vom Herzen kommendes Bekenntnis der Sünde und eine Seelendemütigung vor ihm muss stattfinden. Nur durch beständiges Verleugnen des eigenen Ichs und Vertrauen auf Christus können wir sicher wandeln. Je näher wir zu Jesus kommen und je klarer wir die Reinheit seines Charakters erkennen, desto klarer werden wir die außerordentliche Sündhaftigkeit der Sünde begreifen. Und umso weniger werden wir geneigt sein, uns zu erheben. Diejenigen, welche der Himmel als heilig stempelt, sind die Letzten, die mit ihren eigenen Güten prahlen. Bei jedem weiteren Schritt in unserem christlichen Erfahrung wird unsere Buße eine tiefere. Solchen, denen der Herr vergeben hat und die er als die Seinen anerkennt, sagte er in Jesaja 36, 31, alsdann werdet ihr an höheren Wesen gedenken und an euer Tun, das nicht gut war, und wird euch eure Sünden und Abgötterei gereuen. Sind wir schon so weit? Finden wir Abstoß an der Sünde? Finden wir Abstoß an der Abgötterei unseres eigenen Ichs? Liebe Geschwister, wenn wir das nicht verspüren, was ist dann mit uns? Dann sind wir noch weit, weit weg von dem Herrn. Satan, er ist so bemüht, uns täglich mit seinen Gedanken gefangen zu nehmen. Dass wir ganz vergessen, uns bewusst zu werden, wo wir eigentlich in dieser Welt leben sollten. Wie steht, bei jedem weiteren Schritt in unserem christlichen Erfahrung wird unsere Buße eine tiefere. Solchen, denen der Herr vergeben hat und die er als die Seinen anerkennt, liebe Geschwister. Ich habe das noch einmal ganz besonders wiederholt. Wir müssen diese Erfahrungen bekommen. Auch in Hesekiel 16, 62 steht geschrieben,
sondern ich will meinen Bund mit dir aufrichten, dass du erfahren sollst, dass ich der Herr bin, auch dass du daran gedenkest und dich schämest und vor Schanden nicht mehr deinen Mund auftun dürfest, wenn ich dir alles vergeben werde, was du getan hast, spricht der Herr. Zu wem hat er auch diese Worte gesagt? War es nicht auch dazumals zu seinem Volk? Der Heiland, er hat ihnen immer wiederum diese Hand gereicht. Ich will meinen Bund mit euch aufrichten. Aber was lehrt es uns immer wiederum die Geschichte des Volkes? Haben sie diese Hand angenommen? Wollten sie in diese enge Gemeinschaft mit dem Herrn eintreten? Nein, sie liebten ihr Leben so sehr, dass sie was in Kauf genommen haben. Sie wurden gewarnt, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr wohin gehen? In die Gefangenschaft. Wo werden wir hingehen, wenn wir nicht umkehren? Denn der eine Weg ist die himmlische Heimat, der andere Weg ist die, ja, die ewige Verdammnis, liebe Geschwister. Es gibt nur diese zwei Wege, damals für das Volk Israel, auch heute genauso für uns. Auch Paulus, er hat hier auch geschrieben, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Möge der Herr uns helfen, dass wir doch auch erkennen, ohne seinen Geist, ohne seine Kraft, ohne seinen Beistand ist es unmöglich, dem Herrn zu gefallen, also seinen Charakter anzunehmen. Hier steht, aber fürchtet, dass euer Wille dem Willen Christi nicht untertan bleibt, dass eure Angeehrten, eure Anerzogenen und von euch genährten Charakterzüge euer Leben beherrschen. Das sollte unsere Furcht sein. Fürchtet, dass das eigene Ich sich zwischen eure Seele und dem großen Meister drängt. Fürchtet, dass das eigene Ich den hohen Zweck vereitelt, den Gott durch euch zu erreichen wünscht. Fürchtet, euren eigenen Kraft zu vertrauen. Fürchtet, eure Hand der Hand Christi zu entziehen und zu versuchen, den Pfad des Lebens ohne seine stetige Gegenwart zu wandern. Wir sollten alles vermeiden, was den Stolz und übergroßen Selbstvertrauen ermutigen kann. Sollten uns deshalb in Acht nehmen, Schmeicheleien oder Lobpreisungen anzunehmen. Das Erlösungswerk zieht Folgen nach sich, von denen der Mensch sich nur sehr schwer einen Begriff machen kann. Indem der Sünder durch die Kraft Christi gezogen sich dem aufgerichteten Kreuz naht und sich von demselben anbetend demütigt, wird er neu geboren. Ein neues Herz wird ihm gegeben. Er wird einen neuen Charakter in Christo Jesu
Die Heiligkeit hat nichts mehr zu fordern. Gott selbst macht gerecht den, der da ist, des Glaubens an Jesu. Und welche er aber hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlich gemacht. So groß auch die durch die Sünde verursachte Schande und Entartung sein mag, so wird doch die durch die erlösende Liebe gegebene Ehre und Erhöhung noch größer sein. Menschliche Wesen, die danach streben, dem göttlichen Ebenbild ähnlich zu werden, werden aus der Schatzkammer des Himmels mit einer Kraft ausgestattet, welche sie noch höher stellen wird als selbst die Engel, die nie gefallen sind. Ist das nicht wunderbar? Welch eine Kraft der Heiland uns geben wird. Aber wie steht hier geschrieben? Wo müssen wir hinkommen? Wir müssen zu dem Kreuz gehen. Wir müssen uns dort niederwerfen. Und dann werden wir diese Kraft von ihm kommen. Der Herr möge uns dazu helfen, dass wir doch erkennen möchten, wie ernst diese Zeit ist. Wie wir das letzte Mal gehört haben, auch von dem Untersuchungsgericht. Wir können nur bestehen, wenn wir uns ganz ihm übergeben. Der Herr möge uns dazu helfen. Amen. Amen.